أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Redest du schlecht über die Gelehrten? Sag mir, o Diener Allahs, was sagst du über die Gelehrten? Ey Allah, es wird den Leuten heute beigebracht und auch in Deutschland, dass sie schlecht über die Gelehrten reden. Über die Sterne im Himmel, liebe Geschwister. So, dass man den Leuten sagt, schaut mal, das ist ein Palastgelehrter. Der kriegt Geld vom König und redet nach dem Wohlgefallen des Königs. Wie viele Wörter hören wir heute? Wallahi al-Azim, unverschämte Wörter von eben diesen Zungen. Und nur Allah kennt ihr Urteil. Und wir hören Leute, die sagen, nein, ein wahrer Gelehrter ist nur der, der im Gefängnis sitzt. Mal angenommen, ich werde heute mitgenommen und ins Gefängnis getan. Bin ich jetzt ein Gelehrter geworden? Wallahi al-Azim. Und ich sage es ganz klar, nur der größte Jahil sagt solche Worte. Jahil, was soll mein Aufenthalt im Gefängnis beweisen, dass ich ein Gelehrter bin? Sind jetzt per Offenbarung im Gefängnis, genau in Zelle 8, alle Ayat und Hadithe und Fahm al-Salaf in meinen Kopf hereingekommen? Ist das so? Wer sagt so etwas, außer ein Jahil? Aber einer, er will die Menschen aufhetzen gegen die Gelehrten. Einer sagt dir, guck, diese Gelehrten, die wahren Gelehrten im Gefängnis, die reden über die Führer und die reden, ja, ich gehe hier aus der Moschee raus, wobei ich finde 100 Leute, die über die Führer reden. Wo ist das Problem? Ist er jetzt ein Gelehrter? Weil er über die Führer geredet hat? Weil er über bestimmte Personen geredet hat? Wer erklärt ihn zum Gelehrten? Deswegen solltet ihr verstehen, o Diener Allahs, nicht jeder ist ein Gelehrter, sondern ein Gelehrter wird von den Gelehrten bestätigt. Und wenn ein Gelehrter einen Gelehrten bestätigt, so wie Imam Malik rahmatullah alayhi sagte, ich bekam die Befugnis von 70 Gelehrten, bis ich Fatwa gegeben habe. 70 Gelehrten. Eine Frage, die Leute, die uns heute als Gelehrte präsentiert werden, und bei Allah, niemand hat sie bestätigt. Wo ist der Beweis dafür, dass sie Gelehrte sind? Wer hat sie bestätigt? Und um über jemanden zu urteilen, muss man wissender sein als er. Das wissen die Ulama. Damit du über einen Gelehrten urteilst, musst du wissender sein als er. Ansonsten, wie willst du über ihn urteilen, o Diener Allahs? Hört diese Schmach der Leute, wie sie über die Gelehrten herziehen. Und man bringt kleinen Kindern bei, dass sie über die Gelehrten schlecht sprechen. Wir wissen, es gibt tatsächlich Leute, auch des Wissens, die nicht für die Religion Allahs sprechen. Das ist richtig. Aber wer beurteilt das? Du, der du kein Wissen in der Religion hast? Oder sind es nicht die Großgelehrten, die wissender sind als diese Person und genau deswegen auch sagen können, ob er einer ist, der für Allah oder gegen Allah spricht? Wer beurteilt das? Du? Ja, wenn wir jedem das Recht geben würden, über die Gelehrten zu reden, wo wären wir heute? Wo wären wir heute? Wallahi, du siehst die wenigsten Leute, dass sie sich für die Gelehrten einsetzen, dass sie die Gelehrten verteidigen. Und heutzutage hast du Leute, er sagt dir, schau mal, dieser Gelehrte war nicht beim Dschihad. Wie kann er ein Gelehrter sein? Ja, nochmal eine Frage. Möge Allah ihn belohnen, wenn er diesen Weg geht. Aber heißt das jetzt, weil einer im Dschihad ist, dann hat er auch die Berechtigung, ein Gelehrter zu sein? Okay, wir beten jetzt auch alle, richtig? Du kannst beten von morgens bis abends. Heißt das, du kennst die Ahkam, die Urteile in der Religion bezüglich des Gebetes? Mal angenommen, du betest jetzt und ich frage dich, o Diener Allah und o Dienerin Allahs, du bist im Gebet und plötzlich merkst du im Gebet, dass du Najasa hast an deiner Kleidung, Unreinheit. Ist der Teil, den du bis jetzt gebetet hast, gültig oder nicht? Kannst du mir das beantworten? Kannst du mir das beantworten? Es geht nicht darum, dass du nur weißt, das Maghrib-Gebet hat 3 Raka, das Isha-Gebet hat 4 Raka. Das sind Dinge, die weiß jedes Kind. Ein kleines Kind kannst du danach fragen. Ich rede über Dinge, die Wissen brauchen. Und diese Dinge, die Wissen brauchen, du darfst nicht darüber urteilen. Nur weil einer jetzt zum Dschihad geht, heißt es, er ist
ein Gelehrter geworden? Bei manchen Leuten ja. Allah Azza wa Jal sagt, Fas'alu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Fragt die Leute der Ermahnung. Allah hat nicht gesagt, Fas'alu ahla al-amal. Fragt die Leute der Taten. Nein. Sondern fragt die Leute der Ermahnung. Ermahnung bedeutet Koran und Sunna, die sich an eben diesen Grundquellen orientieren. Und dann gibt es Leute, der denkt, weil jemand bei einem Gelehrten gesessen hat, dass er automatisch auch ein Gelehrter geworden ist. Wallahi, dann wären wir schon Großgelehrte. Wenn wir all diese Sitzungen erfassen würden, wo wir gesessen haben, dann Alhamdulillah, könnten wir auch sagen. Ist das so? Es gibt Leute, die kommen schon jahrelang zum Unterricht. Er kann dir nicht mal eine einfache Sache erklären. Mas'h ala al-khuffayn. Wie man richtig die Bedingung einhält über das Streichen der Socken. Und er ist schon seit Jahren praktiziert. Und er praktiziert das seit Jahren mit, dass er über die Socken streicht, liebe Geschwister. Heißt das, er ist jetzt ein Gelehrter geworden, nur weil er an den Sitzungen teilnimmt, nur weil er von morgens bis abends betet? Ein Gelehrter wird bestätigt von einem Gelehrten. Es reicht nicht, dass du bei einer Sitzung sitzt und dann sagst du, ich habe jetzt wahrlich Wissen erworben. Wallahi, du hast noch kein Wissen erworben, denn wer sagt dir, dass du das, was du gehört hast, auch richtig verstanden hast? Deswegen werden die Leute geprüft bei Gelehrten, damit der Gelehrte aus dem Mund desjenigen Schülers hört, ob dieser verstanden hat oder nicht. Aber wenn du nach Marke Eigenbau selber lernst, oh, ich gucke mir mal dieses Buch durch und ich höre mir mal diesen das an, wer bestätigt dir, dass du das richtig verstanden hast? Ja, ich sage dir nicht, du brauchst die Zeugnisse der Großgelehrten. Aber wenn wir über Gelehrte reden, wer ist ein Gelehrter? Das reicht nicht, dass jemand an ein paar Sitzungen teilgenommen hat. Nein, es muss eine Prüfung mit einem Gelehrten stattgefunden haben. Denn er kann beweisen, dass dieser Mann es richtig verstanden hat, oder?